Hallo, ich bin der Christian Freisleben. Ich arbeite ja bei uns an der Fachhochschule St. Pölten im Zentrum für Hochschuldidaktik. Und wir unterstützen ja Lehrende dabei, ihre Lehre möglichst kreativ und dialog- und prozessorientiert umzusetzen, auch in Online-Settings. Und heute kommt ein Beispiel von der Rita. Bitte stell dich kurz vor. Hallo, mein Name ist Rita Niumann. Ich bin Lektorin auf der FH, bin Fotografin. Und die Herausforderung war, eine Vorlesung zu gestalten mit 120 Teilnehmerinnen für einen Medientechnik-Bachelor-Lehrgang erstes Semester. Ich hätte diese Vorlesung eigentlich gehabt im Festsaal und es ist dann online verlegt worden. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, was mache ich jetzt mit so vielen Teilnehmerinnen? Wie können wir das, das sind nämlich 4 Einheiten hintereinander, das viel ist, interaktiver gestalten, sodass man nicht einschläft vom Bildschirm. Und da haben wir zusammen eine Collage gebastelt. Wunderbar, das klingt spannend. Wie genau bist du das angegangen mit dieser Collage? Also zuerst einmal habe ich referiert darüber, wie wichtig es ist, dass man auch also nicht jetzt nur vom Bildschirm sitzt als Designer oder auch als Fotograf, sondern dass man immer so diese 4 Aspekte Herz, Hand, Kopf und Hirn sozusagen miteinander, Kopf und Hirn ist das Gleiche, aber Bauch und Hirn miteinander in Verbindung setzt, das heißt wirklich noch zeichnet, wirklich mit den Händen Dinge macht, dass man dann danach es digitalisiert. Und so sind wir zur Einlinienzeichnung gegangen. Und ich kann euch das jetzt, also mit dem habe ich jetzt begonnen, dass Sie mal sehen lernen über Zeichnen. Und das kann ich jetzt gern scheren, wenn du möchtest, bitte, dass du mal siehst, unbedingt. was ist eine Einlinienzeichnung. Ja? Und das sind wir gespannt. Danke, bitte. Ja? Ja, also eine Einlinienzeichnung. Das ist sozusagen eine Zeichenübung, wo man nicht schaut, was man zeichnet, sondern man schaut auf das Objekt, das man zeichnet und zeichnet ohne abzusetzen ab. Okay. Ja? Und das ist eine super, es geht sehr schnell, wenn ihr das googelt, Einlinienzeichnung, das Internet ist voll davon, kann man auch auf iStock kaufen. Es ist eine super Übung, Handwahrnehmung zu verbinden. Also jetzt war die Aufgabe an 120 Studentinnen, dass sie einen Screenshot machen oder ein bestehendes Porträt von sich, das sie sehr gerne haben, oder ein Selbstporträt machen. Also das kann man total ausbauen. Mhm. Dann dieses Foto mit der Einlinienzeichnung abzeichnen, das Ganze abfotografieren oder einscannen und dann beginnt es auch ein bisschen technisch zu werden. Also das sind dann diese ganzen Medientransfertechniken dann drinnen, weil wie kriege ich dann diese Zeichnung vom Blatt mit schwarz gezeichnet in den Photoshop. So, sie haben es entweder eingescannt oder abfotografiert. Dann im Photoshop in Ebenen öffnen. Über die Ebenen-Blend-Möglichkeiten wird das Ganze dann transferiert in Weiß und dann legst du das sozusagen die Zeichnung über das Foto drüber. Und das ist einfach ein total super Effekt. Mhm. Ja, da habe ich Ihnen noch Beispiele gezeigt. Wie entwickeln sich jetzt die Kompetenzen der Studierenden durch diese Vorgangsweise weiter? Ich glaube, dass es eine ungewöhnliche Herausforderung ist, dass plötzlich ich brauche einen Stift, ich brauche ein Blatt Papier, ich tue ja hier was Digitales studieren, dann müssen Sie sozusagen sich da ein bisschen hineinversetzen, wie nehme ich wahr, wo ist der Umriss, wie komme ich in eine Binnenzeichnung hinein, also es ist einfach, es trainiert die Wahrnehmung, dass, wenn man das natürlich länger macht, dann merkt man dann wirklich die Auswirkung, man muss genauer schauen. Dass ich das Analoge und das Digitale verbinden kann, eine Art und Weise, die sehr kreativ sind. Also wenn man jetzt Designer-Blogs, was auch immer liest, wirklich fast in jedem zweiten Blog sagen, die nehmt Dinge aus der analogen Welt. Die analoge Welt ist spannender als die, oft als die digitale. Und transferiert das in euer Geschehen. Ich kann dir auch dieses Buch zeigen, was mich dazu inspiriert hat, Nähmaschine, was von 2 Studenten geschrieben worden ist. Dieses Buch, um was geht es da genau? Das ist von Thomas und Martin Puschauko. Die haben, das war eine Diplomarbeit von denen schon vor ein paar Jahren in Deutschland. Die haben damit Kreativprozesse untersucht und haben das in empirischen Prozessen festgelegt und sind draufgekommen, dass wenn man das hier macht, man nicht inspiriert oder kreativ ist, sondern es ist sozusagen diese Kopf, Bauch, Hand, Computer, dass man das im Kreis spielt. Ja, ja, ja. Aus dieser Inspiration ist auch diese Übung entstanden. Ja, und von der Ideenebene zur Werkzeugebene zu kommen. Ja? Das heißt, es passiert ein bewusster Medienbruch, genau, wo ich dadurch, dass ich zwischen Medien wechsle, also die Potenziale von beiden Ebenen, von analog und digital nutze, oder?
Genau. Und dass ich das in der Verbindung mit der eigenen Wahrnehmung und mit meiner eigenen Zeichenkraft oder ist es ein Schüttbild, was auch immer, dass ich mit diesen Texturen und Linien und Fotos beginne, auf mehreren Ebenen zu denken und dass ich die miteinander kombinieren kann. Wie wir das dann zusammen dann geteilt haben, ist, wenn das dann übereinander gelegen ist, das ist dann alles auf Padlet, das habe ich von dir, Christian, raufgeladen worden und ich habe dann daraus eine Collage gebaut. Und die sollten wir uns wahrscheinlich auch anschauen, weil das ist ja unbedingt ein bisschen ja, gerne. Das Wichtigste voll, da. Voll jetzt, gerne. Gell? Ja, also so schon Einlinienzeichnungen aus, dann siehst du die nochmal, Handshake, das sind sehr beschönigte schon, aber so wird es im Design verwendet. Und hier zeige ich dir noch das Padlet. Das waren dann sozusagen die Einzelabgaben. Ja? Und aus dem ist dann sozusagen die Collage entstanden. Das entstanden. Das habe ich dann aber wirklich runtergeladen, einzeln und dann einfach collagiert, die guten. Okay. Und dann sieht man unser gemeinsames, was wir zusammen sozusagen. In der Reflexion, was haben die Studierenden dann noch gesagt? Manche, habe ich das Gefühl gehabt, die haben es total super gefunden. Speziell auch, weil sie diese Ebenenüberblendmethode nicht gekannt haben. Mhm. Und dann auch dieses Anschauen der Arbeiten der anderen. Manche haben es nicht so ernst genommen, haben eine Bierdose abgezeichnet, wie man vorher ganz kurz gesehen hat. Aber ich glaube, dass all in all, weil ich auch gesehen habe, mit welchen Bildern dann gearbeitet worden ist, welche Fragen gekommen sind, dass sie das als Übung genossen haben. Weil das hat alles miteinander 20 Minuten gedauert. Mhm. Und das Ergebnis habe ich ausgesendet und da sind so Sachen zurückgekommen wie, ah, wie cool oder so. Also ich glaube, es hat einen neuen Workflow-Arbeitsschritt eröffnet. Das heißt, es ist ein sehr interaktives Tool mit den Studierenden, wo sie dann auch mit dir in Kontakt treten und einfach auch dadurch motiviert sind, sich am Unterricht ganz aktiv zu beteiligen und das mitzugestalten, oder? Absolut, absolut. Es sind Fragen aufgetaucht im Chat oder sie haben es auch aktiv gestellt. Dann habe ich eben gesehen beim Uploaden, habe ich teilweise gleich benotet, gleich Sterne gegeben oder es kommentiert. Dann haben wir ein Screensharing am Ende gemacht, haben uns die gemeinsamen Abgaben angeschaut und da habe ich echt das Gefühl gehabt, dass sie einfach dabei waren, beteiligt waren, dass dieses, oh, meine eigene Zeichnung über ein Bild drüber, dass das so ein, dass ich plötzlich etwas hergestellt habe, was anders ausschaut wie vorher und wie schnell das geht. Gut. Sehr schön, Rita. Bitte bleib bei uns.